herzlich willkommen in Ralfs Fotobude. Ja, im Moment gibt es nicht so wahnsinnig viele neue Kameras auf dem Markt, deswegen kann ich mich wieder ein bisschen mehr auf Zubehör konzentrieren. Ja, und da gibt es einen Punkt, das sind Stative. Im Moment im Amazon-Shop mit sehr viel positiven Bewertungen sind die Sirui-Objektive und deswegen haben mich einige Leser gefragt, aber Ralf, wie gut sind die denn nun tatsächlich und was taugen die Dinger wirklich? Ja, und ich habe mir mal passend zu den kompakten Kameras, Fujifilm X20 und Co., Reisezoom-Kameras und auch zu Systemkameras wie XM1, G5, G6, bald rauskommend GX7, mal ein schönes, kleines, kompaktes Reisestativ kommen lassen. Und zwar, das seht ihr hier, ist das T025X und dazu den Kugelkopf C10X. Ich habe mir das schicken lassen, damit es ganz besonders leicht ist in der Carbon-Variante. Dann wiegt das Objektiv alleine 700 Gramm und der Kugelkopf dazu nochmal 200 Gramm. Ja, und so sieht das Ganze dann in der zusammengeklappten Version aus. Das erste Positive, was mir aufgefallen ist, was ich schon mal sehr angenehm finde, das sind hier die mit so einem Schaum ummantelten Stativbeine. Das finde ich immer sehr, sehr angenehm. Zum einen, wenn man es dann doch mal über die Schulter trägt, es ist so eine kleine Polsterung, und wenn man das Stativ hinstellt und vielleicht mal festhalten muss, es ist einfach angenehmer und es ist auch nochmal ein kleiner zusätzlicher Schutz, Schlagschutz beim Carbon. Bisschen schade, man hätte da auch noch ruhig das dritte Bein ummanteln können, aber gut, da steht dann Sirui drauf. Von daher, das kann man auch verschmerzen. Ja, hier oben ist so ein kleiner Karabinerhaken dran, damit kann ich das Objektiv dann an meine Fototasche hängen, falls es nicht mehr reinpassen sollte. Ja, von der Größe zusammengeklappt, das kann ich mal hier zeigen, das ist ein 30 cm Lineal, das seht ihr hier, so ein Stückchen nach hinten, also zusammengeklappt ist das Ganze, ja, gute 30 cm lang. Und passt in eine etwas größere Fototasche rein. Ja, das Besondere bei Sirui ist, dass die Stütze hier immer in der Mitte liegt. Das heißt also, wenn ich mit dem Stativ arbeiten möchte, muss ich die Beine erstmal hier nach oben klappen und habe dann quasi erst das Stativ so in der Arbeitsstellung. Das heißt, die Beine sind dann unten, ein Stück zurückgehen und hier oben ist dann der Kugelkopf auf der Mittelsäule. Die Mittelsäule kann ich noch mal ein bisschen verlängern. System bei Sirui ist, man schraubt hier, ich gehe da mal so ein kleines bisschen näher dran, damit ihr das seht, man schraubt hier diesen Verschluss, löst den einmal. Das heißt, einmal muss das mal eben ein bisschen fester halten, weil ich habe das gerade eben zusammengebaut und recht fest angezogen. Man löst diese Schraube hier und in dem Moment kann man das dann rausziehen, dreht die einfach wieder fest und das war's. Die geht also ganz leicht einmal auf, einmal zu. Ist dann auch, wenn man muss die nicht ranknallen, das war nur eben, weil ich den Kopf aufgesetzt habe, habe ich das etwas kräftig zugedreht. Das reicht also auch, wenn man die ganz leicht fixiert. So gleitet es rein und dann wieder ein kleines bisschen fester drehen und schon sitzt das fest. Ja, das Gleiche ist dann auch hier unten bei den Beinen natürlich. Das heißt, ich habe hier unten einmal die Verlängerung mit den vier Elementen, die ich dann hier einmal rausziehe. Ja, und das ist dann quasi, ich stelle das mal hier auf den Boden, das ist dann quasi die Standhöhe komplett ausgezogen. Das sind, das steht auch hier auf der Verpackung drauf, wenn man es komplett auszieht, dann seht ihr hier oben einmal in der Maximalversion rund 1,30 Meter. Das heißt, man kommt also mit dem Stativ auf 1,30 Meter. Eine wirklich sehr, sehr schöne Arbeitshöhe, mit der man schon eine ganze Menge machen kann. Die Beine sind in der Spreizung verstellbar. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, in verschiedenen Rasten die Spreizung einzustellen. Also quasi von, na, das ist noch nicht ganz waagrecht, aber fast waagrecht. Dann geht das hier ein kleines bisschen weiter zusammen und so sieht das Ganze dann aus. Ich kann also auch zum Beispiel hier, wie jetzt hier bei so einer Variante an einem Tisch, klappe ich das dann einfach eine Stufe raus
und habe dann die Möglichkeit, wenn ich irgendwo im Gebirge zum Beispiel bin, stelle ich ein Bein unten hin, ein Bein nach oben und habe dann also so eine Kombination und habe da die Möglichkeit, das also auch an die verschiedenen Untergründe prima anzupassen. Ja, eingeschoben wird das Ganze natürlich wieder umgekehrt. Das heißt, ich löse hier einfach kurz diese Schraube, schiebe das Bein rein und dann geht das eins nach dem anderen. Die laufen extrem leicht, diese Verschlüsse. Man muss die eben auch nicht so richtig anknallen. Noch eine schöne Sache bei dem Stativ, das hat ja keine Mittelstütze, die ich nach unten drehen oder schieben kann, sondern diese Verbindung hier ist fest. Ich habe aber die Möglichkeit, das einmal so zu machen, dass ich diese Mittelsäule hier quasi einmal rausschraube und dann hier oben diesen Kopf am Kugelkopf einmal rausdrehe und das Ganze dann hier unten in den kurzen Stummel einmal reinsetze und dann sieht das Ganze so aus. Und wenn ich jetzt die Beine dann eben nochmal auf die maximale Spreizung rausnehme, dann habe ich auch hiermit wirklich die Möglichkeit, sehr schön in Bodennähe zu arbeiten. Ihr seht, dann bin ich also ganz weit unten. Natürlich hier der Kugelkopf, die Möglichkeit, wenn ich den Kugelkopf aufdrehe, dann Hochkantaufnahmen zu machen. Der Kugelkopf läuft sehr schön leicht. Natürlich, es ist ein kleiner Kugelkopf. Wenn ich das jetzt mit einem großen Kugelkopf vergleiche, habe ich natürlich nicht den Riesenkomfort, aber er läuft schon sehr, sehr schön leicht. Ich habe hier die Möglichkeit, die Friktion zu verändern. Das heißt, ich kann das einmal ganz feststellen oder ich kann das ein bisschen lösen und habe dann die Möglichkeit, hier oben die Kamera schön anzupassen und an der Seite habe ich einmal die Möglichkeit, dann das Ganze zu drehen und kann somit dann die Kamera drehen, ohne dass ich den Kugelkopf lösen muss. Ja, was ich auch sehr angenehm finde, dass hier oben schon eine Objektivplatte dabei ist. Dazu löse ich einfach hier seitlich den Halter, nehme die Objektivplatte raus. Die ist übrigens, finde ich, schön. Es ist zwar nervig beim Rausnehmen, aber die ist hier gegen Rausrutschen geschützt. Das heißt, man muss die schon etwas weiter öffnen, denn hier in der Mitte ist so ein kleiner Stift. Und wenn ich jetzt hier die Platte reinschiebe, dann seht ihr, geht der Stift nach unten. Das Ganze rastet ein. Ja, und in dem Moment kann das Ganze nicht mehr nach vorne oder hinten rausrutschen. Das heißt, ich muss, wenn ich die Platte entnehmen will, wirklich die seitliche Fixierung sehr weit lösen, damit ich die Platte dann auch rausnehmen kann. Finde ich persönlich super praktisch, denn mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass ich bei solchen Stativen das hier gelöst habe und zack ist mir die gesamte Platte nach vorne inklusive Kamera rausgerutscht. Also von daher ist das ein sehr schöner Schutz. Und dafür nehme ich auch gerne in Kauf, dass man beim Rausnehmen das halt ein kleines bisschen weiter aufdrehen muss. Denn wie gesagt, ich kriege es hier sonst nicht ohne weiteres raus. Es gibt da auch keinen Entriegler, sondern ich muss wirklich die seitlich aufdrehen und kann die dann so rausnehmen. Ja, und hier unten, das ist einfach, weil es sehr kompakt und sehr klein ist, ist einfach nur eine Schlitzschraube oder ein Imbusschlüssel. Mitgeliefert werden dann hier eben entsprechende Imbusschlüssel, um das festzuziehen, um eben auch hier an den seitlichen Stützen das nochmal nachzuziehen. Also von daher, das wird mitgeliefert, genauso wie hier unten der Karabiner, der kommt auch mit. Man kann die Kamera aber auch wunderbar mit einer Münze festziehen. Das heißt, wenn ich das hier unten drehe, ich das jetzt mit der Hand einfach so ein kleines bisschen vor. Ich kann hier die Platte dann eben auch entsprechend genau positionieren. Und wenn ich das festziehen will, nehme ich einfach eine Münze und ziehe das mit der Münze fest. Ja, und dann kommt das Ganze hier zack rein, wird seitlich zugedreht und das war's. Schon habe ich die drauf. Jetzt kann ich hier die Schraube ein kleines bisschen lösen und kann die Kamera wirklich ganz präzise ausrichten. Es ist keine Wasserwaage an dem Kugelkopf, was allerdings bei der Größe auch normal ist. Also das haben nur ganz wenige Modelle, dass die bei dieser kompakten Größe noch zusätzlich eine Wasserwaage eingebaut haben. Dafür gibt es dann größere Kugelköpfe mit eingebauter Wasserwaage. Das ist dann aber eben kein
Reisestativ mehr, sondern schon etwas größeres Stativ, was dann wirklich nicht mehr in eine kleine Fototasche reinpasst. Und das ist wirklich das Schöne an diesem kompakten Stativ. Es passt eben ganz toll in eine Fototasche rein. Ich habe ein vernünftiges Stativ, ich habe ein stabiles Stativ. Wiegt unter einem Kilo, wenn ich es in der Carbon-Variante nehme. Ich glaube, in der Nicht-Carbon, also in der Alu-Variante, wiegt es, glaube ich, 1,2 oder knapp 1,3 Kilo. Also auch noch ein vernünftiges Gewicht. Aber wie gesagt, wer es extrem leicht haben möchte, Carbon-Variante. Was man hier übrigens auch noch, das ist also nicht nur natürlich der Haken, wo ich die mir an die Kamera ranmachen kann, sondern ich habe hier noch die andere Möglichkeit, an die Kameratasche ranmachen kann. Ich habe hier noch die andere Möglichkeit. Ich kann, wenn ich draußen bei Wind fotografiere, hier auch die Kameratasche oder ein Gewicht oder die Öse der Kameratasche einhängen, sodass ich damit das Stativ nochmal zusätzlich beschwere und zusätzlich nochmal sozusagen ein bisschen Stabilität gebe. Also einmal für den Transport und auch einmal für die Beschwerung und die Stabilisierung während des Fotografierens. Wie gesagt, dann hier einfach die Tasche reinhängen. Da kann man sich vielleicht eine kleine Schlaufe an die Tasche machen, wenn das hier zu eng wird, und die Tasche dranhängen oder den Trageriemen einhängen oder wie auch immer. Auf jeden Fall alles sehr schön durchdacht. Die Beine sind wirklich, wenn man die hier öffnet, sind sehr stabil eingesetzt. Ups, jetzt habe ich hier oben vergessen, das einmal festzudrehen. So, die sind sehr schön stabil. Das heißt also, man hat hier, wenn man das hier öffnet, nicht das Gefühl, dass das irgendwie alles lapprig ist, sondern es ist wirklich sehr stabil, sehr solide verarbeitet. Diese kleinen Drücker hier funktionieren auch toll, sind auch aus Metall, ist also kein Plastik oder irgendwelcher Billigkram, sondern schon alles sehr hochwertig verarbeitet. Ja, also von daher kann ich nur sagen, mir gefällt das Stativ sehr gut. Ich habe es auch schon ein paar Mal jetzt dabei gehabt und habe damit schon ein paar Aufnahmen gemacht. Es ist schnell aufgebaut, weil man gewöhnt sich an diese Verschlüsse. Das geht wirklich sehr schnell und das hat man auch sehr schnell im Griff, die zu öffnen. Man kann die auch wirklich sehr schön individuell anpassen auf halber Strecke. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, wenn ich jetzt mal weniger Auszug brauche, dann gehe ich einfach nach hier unten. Klar, man sollte immer die dünnsten Verbindungen nicht ausfahren, sondern immer nur die oberen dann ausfahren, wenn man die ganze Länge nicht braucht. Dann kann ich das hier einfach auf diese Höhe zum Beispiel einstellen und habe auch ein kleines Stativ, was ich einfach mal auf den Tisch stellen kann. Also von daher sehr schön. Und mit der Mittelstütze eben eine tolle Variante, wo ich die Möglichkeit habe, eben in Bodenhöhe runterzugehen, wenn ich die Beine komplett rausspreize, oder dann eben wieder die lange Stütze hier oben einbaue, indem ich das hier einfach einmal das Ganze löse und die Mittelstütze hier wieder einsetze. Das ist auch sehr schnell erledigt, also von daher ist das eine Sache, die wirklich ruckzuck geht, ohne dass ich da lange rumfummeln muss. Das ist auch alles sehr vernünftig und gut gearbeitet. Und dann kommt hier oben, ich gehe mal hier eine runter, dann seht ihr das. Und dann kommt hier oben einfach wieder dieses Ding an. Ach so, das kann man mal zeigen. Da ist hier so ein kleiner Sechskant drin. Und in der Verbindung ist eben auch dieser Sechskant, sodass, wenn ich das hier zusammenfüge, ich das also wirklich vernünftig festziehen kann und das dann auch wirklich perfekt sitzt. Dann den Kugelkopf hier oben drauf. Da kann man natürlich auch andere Köpfe nehmen oder man kann auch komplett ohne Kopf arbeiten. Ja, und das war's. Das Ganze wieder hier zusammengeschoben, die Beine. Und dann geht das Ganze einfach Knöpfe drücken. Zack. Zack. Gucken, dass man hier an den Schrauben kurz vorbeikommt. Hier muss man vielleicht den Kopf noch mal ein kleines Stückchen drehen. Und hier, und das war's, in die Fototasche eingehängt und schon habe ich 900 Gramm wunderbares Reisestativ. Wie gesagt, das Ganze kommt von Sirui und hier ist nochmal die Produktbezeichnung. T025X und C10X ist der Kugelkopf. Hier unten unter dem Video stehen auch nochmal die Produktbezeichnungen drunter und da ist auch nochmal der Link zu Amazon. Da ist auch der Link dann zu der Alu-Variante, die ein kleines bisschen günstiger ist.
Ja, das war das Siriu Reisestativ. Von mir eine klare Empfehlung. Ein sehr, sehr schönes Stativ, mit dem man sehr toll arbeiten kann. Solide verarbeitet. Von der Größe, Auszugsmöglichkeiten her perfekt. Empfehlung, ich würde sagen, hier steht zwar bis 15 Kilo der Kugelkopf und bis 6 Kilo das Stativ. Ich persönlich würde sagen, dass man, also eine Systemkamera geht da auf jeden Fall drauf, ohne Frage, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Auch da mit einem etwas größeren Objektiv, das hält das Stativ problemlos. Ja, und Spiegelreflexkameras, ich sag mal, das hier ist jetzt eine 650D mit einem Akkupack unten drunter. Das wird es auch noch tragen, aber da fängt es dann schon, gerade wenn da ein schweres Objektiv vorne dran ist, da fängt es dann an, schon so ein kleines bisschen an die Grenzen zu gehen. Das heißt, wenn man da also dann auf vollen Auszug geht, weiß ich nicht, ob das wirklich noch so 100% sicher ist, aber wenn man da mit etwas geringerem Auszug arbeitet, kann man auch mit einer leichten Spiegelreflexkamera auf dieses Stativ. Genau wie gesagt, Systemkameras, Kompaktkameras, Superzoomkameras, für all das ist genau das die richtige Variante für unterwegs, um ein kleines, kompaktes Stativ mit vielen Möglichkeiten dabei zu haben. Ich stelle euch noch in einem zweiten Video noch ein anderes Sirui-Stativ vor. Das ist dann wirklich auch bis Spiegelreflexkameras großen Kalibers gut geeignet, ist allerdings natürlich ein kleines bisschen größer und ein kleines bisschen schwerer als diese kompakte Reisevariante. Ja, das war's für heute erstmal zum Thema Reisestativ. Schaut auf meiner Internetseite vorbei, www.ralfsfotobude.de, da gibt es dann auch nochmal individuell zu den einzelnen Produkten ein bisschen was und natürlich weiter auf meinem YouTube-Kanal, da kommen jetzt noch ein paar mehr Videos zu Taschengurten und auch nochmal zum Stativ. Viel Spaß beim Fotografieren und bis zum nächsten Mal. Moin Moin!